Wie kannst du einer Frau dein Interesse zeigen, ohne ihr dabei hinterherzulaufen? Denn auf der einen Seite musst du einer Frau zeigen, dass du sie magst, wenn du mit ihr was starten willst. Sonst checkt sie nicht, was abgeht und im schlimmsten Fall endest du in der Friendzone. Auf der anderen Seite willst du sie aber auch nicht auf den Podest stellen, ihr irgendwie hinterherlaufen. Und es stimmt, dass Frauen, vor allem hübsche Frauen, schnell das Interesse verlieren können, wenn sie spüren, sie haben dich komplett in der Hand und sie können dich einfach haben. Deswegen ist so ein kleiner Balanceakt und ich werde dir in diesem Video ganz genau erklären, was die Schritte sind, die du tun musst und dir ganz praktische Tipps geben, damit du das schaffst. Und damit du das Ganze auch verstehst, mache ich dir mal ein Beispiel, wie man das Ganze angeben muss. Und dafür stell dir mal vor, du hättest ein Bewerbungsgespräch. Du suchst einen neuen Job und du gehst zu einem Arbeitgeber und du merkst, der Arbeitgeber hat grundsätzlich Interesse daran, dich für diesen Job zu nehmen. Vielleicht bist du auch der Top-Kandidat, aber auf der anderen Seite sitzt du in diesem Bewerbungsgespräch und sie wollen schon erstmal rausfinden, was sind deine Qualifikationen, passt du zu denen, und wenn sie merken, dass es passt, dann geben sie dir den Job und wenn nicht, dann halt nicht. Es gibt vielleicht auch andere Bewerber für diesen Job und obwohl du ein gutes Gefühl bei der Sache hast, merkst du, hey, ich muss mich anstrengen und deswegen ist dieser Job in deinen Augen auch sehr wertvoll. Wenn du jetzt aber auf der anderen Seite ein Bewerbungsgespräch hättest mit irgendeinem Anbieter, wo du merkst, du kommst rein und sie wollen gar nichts wissen, gar keine Qualifikation, überhaupt nicht, und du kriegst sofort den Job, ohne dich anstrengen zu müssen. Und wenn du dann Nein sagst, rennen sie dir teilweise noch hinterher und wollen dann, dass du diesen Job unbedingt nimmst. Dann wirst du skeptisch. Dann denkst du dir, wahrscheinlich ist das kein besonders guter Job. Und ähnlich ist es im Dating. In der Hinsicht, dass die Frau darf wissen, dass du Interesse hast. Analogie, sie darf wissen, dass sie gerade im Bewerbungsgespräch für den Job ist, zum Beispiel deine Partnerin zu werden. Aber auf der anderen Seite darf sie auch gleichzeitig spüren, hey, zwar hat er grundsätzlich Interesse an mir, aber es ist nicht so, dass er schon sofort überzeugt ist und ich mich gar nicht anstrengen muss und dieser Mann eigentlich mich schon direkt zur Partnerin will. Das bedeutet, eine Frau darf wissen, dass du Interesse hast, aber auf der anderen Seite musst du auch immer wieder gucken, hey, passen wir eigentlich zusammen? Und wenn die Frau spürt, dass du das gerade abchecken willst und auch bereit wärst zu gehen, wenn es am Ende nicht passt, obwohl du grundsätzlich Interesse hast, das ist die perfekte Kombi, die Frauen auch lieben, wo Frauen sich sehr stark hingezogen fühlen zu einem Mann und wo das Ganze gut funktionieren kann. Und ich mache dir jetzt mal ein paar Beispiele, wie sowas aussehen kann. Wenn du mit einer Frau zum Beispiel schreibst, dann solltest du dir Mühe geben, dass das Gespräch läuft und sie darf auch merken, du hast Interesse daran, das Gespräch weiter fortzuführen und du suchst zum Beispiel auch aktiv nach neuen Themen, worüber ihr reden könnt. Das ist wunderbar. Wenn du aber, und das solltest du auch tun, wenn du aber auf der anderen Seite ihr ellenlange Texte schreibst, obwohl sie nur ganz kurz antwortet, oder ihr sie dir einmal am Tag schreibt und du dann nach einer Minute sofort am Handy bist und ihr direkt antwortest, dann spürt sie, du gibst dir etwas zu viel Mühe und sie hat das Gefühl, in deinen Augen ist sie schon die perfekte Partnerin für dich und du wartest einfach nur noch darauf, dass sie auch Ja zu dir sagt, obwohl du sie noch gar nicht kennst. Weil es kann sein, dass du nach näherem Kennenlernen vielleicht irgendwann merkst, hey, die Frau passt nicht zu mir. Und eine Frau will genau das. Ein Mann, der Interesse an ihr hat, aber auch gleichzeitig erstmal abchecken will, ob das passt. Denn das ist ein Zeichen davon, dass du Standards hast. Dass du eine Frau gut findest, ihr das auch zeigen kannst, aber gleichzeitig sofort bereit wärst zu gehen, wenn deine Standards nicht erfüllt werden. Deswegen kannst du auch eine andere Sache, die du tun kannst, ist, lerne eine Frau kennen, flirte mit ihr, aber trau dich auch mal zu widersprechen, wenn ihr mal ein Thema habt und du nicht ihrer Meinung bist. Die wenigsten Männer würden beides tun, Interesse zeigen und auch widersprechen können. Trau dich, wenn du eine Frau, wenn du Eigenschaften an ihr gut findest, ihren Style, irgendeine Art, ihre Art zu reden, was auch immer sie tut, kannst du sie in den Himmel loben dafür. Du kannst ihr auch sagen, was du an ihr richtig, richtig gut findest. Auf der anderen Seite kannst du dich aber auch trauen, ihr die Sachen zu sagen, die du vielleicht nicht so gut findest. Angenommen, eine Frau raucht und du bist kein Raucher und magst es nicht. Das ist nur ein Beispiel. Das kannst du selbst auch Raucher, bist aber angenommen, du bist keiner. Dann kannst du, wenn sie sagt, sie raucht, schon sagen, boah, okay, feiere ich nicht so. Zwar kann es dann sein, dass es für dich kein No-Go jetzt wäre, dass sie raucht, aber sie darf schon ruhig wissen, dass es eine Eigenschaft ist, die dir einfach nicht gefällt. Das heißt, wir müssen diesen emotionalen Spagat hinkriegen zwischen gleichzeitig ihr zeigen, hey, wir finden sie gut und wir können es uns sehr gut vorstellen, aber auf der anderen Seite, wir wären jeden Moment bereit zu gehen, wenn irgendwas Fundamentales nicht passen würde. Abgesehen davon gibt es noch weitere Dinge, die du tun kannst. Zum Beispiel, wenn du einer Frau Komplimente machst, ist es eine gute Sache, Komplimente verbal zu sagen. Auf der anderen Seite ist es aber so, zu viele verbale Komplimente verlieren irgendwann ihren Effekt, wenn du es zu oft machst. Und deswegen empfehle ich dir, manchmal auch ihr zu zeigen, dass du sie magst, ohne Worte zu benutzen. Und wie kannst du das tun? Durch Körpersprache, durch deinen Blickkontakt, indem es einfach nur deine Augen sagen. Und hier muss man aufpassen. Mach das nur, wenn du dich wohlfühlst. Es gibt Männer, die versuchen das dann irgendwie anzuwenden, sie irgendwie anzugucken. Und am Ende starrst du sie einfach nur an und sie fühlt sich so ein bisschen, sie findet dich einfach nur
komisch oder gruselig oder sowas. Also, wenn du dich wohlfühlst, vielleicht auch mal mit deinen Blicken ein bisschen zu flirten, tu das. Wenn du dich wohlfühlst, Körperkontakt auf einem Date aufzubauen, tu das. Es kann zum Beispiel sein, dass du gerade ein Date mit ihr hast und sie auf verbaler Ebene gerade irgendwie aufziehst oder durch den Kakao ziehst und sich über sie lustig machst auf eine charmante Weise und aber auf der anderen Seite deine Hand auf ihr Bein legst. Dein Körperkontakt drückt aus, ich finde dich gut. Verbal hast du aber auch kein Problem, mit ihr rumzualbern oder auch verbal ihr irgendwann noch 10 Sekunden später zu sagen, was du nicht so gut an ihr findest, wenn das Gespräch dann in diese Richtung kommt. Verstehst du? Also, du kannst auch mit deinem Körperkontakt spielen. Und beim Körperkontakt solltest du auch aufpassen, dass der Körperkontakt dann auch nicht zu lange stattfindet. Denn Körperkontakt ist ein Zeichen von Interesse und es sollte auch da sein, weil ohne diese Interessenszeichen ist es schwer, dass die Frau erkennt, okay, der Mann hat Interesse. Aber wenn du den Körperkontakt dann nach einer sehr kurzen Zeit wieder zurückziehst, erzeugst du wieder ein bisschen Raum, in der Hinsicht, dass sie dann Verlangen nach mehr hat. Weil stell dir vor, du berührst die Hand einer Frau und ihr habt hier so die Hände aneinander. Und dann hast du das 2 Stunden lang, über das ganze Date. Sie merkt irgendwann die Nachricht, okay, der Mann mag mich, aber irgendwann wird diese Berührung nicht mehr schön, weil sie zu lange dauert, eure Hände werden schwitzig und die ganze Magie geht raus. Aber angenommen, du berührst ihre Hand für 2-3 Sekunden und sie ist dann wieder zurück, dann fühlt sie sich erstmal gut, weil du hast sie berührt, aber gleichzeitig denkt sie sich, oh, die Berührung ist schon vorbei und ich hätte gerne Lust auf mehr. Und das sind alles so Dinge, die man tun kann. Aber auch hier, ganz, ganz wichtig, nutzt das nicht irgendwie als irgendwie so einen manipulativen Trick. Das kann sehr schnell nach hinten losgehen. Das mit den Berührungen, mach das nur, wenn du dich wohlfühlst mit Berührung. Das mit den Standards, frag dich echt mal selber, hast du denn überhaupt Standards? Oder würdest du jede hübsche Frau, egal wie schlimm ihr Charakter ist, sofort zur Partnerin nehmen? Weil dann kommt das rüber. Und das ist auch der nächste Punkt. Einer Frau nicht hinterher zu rennen oder nicht bedürftig zu wirken, das hat nichts mit deinem Verhalten zu tun. Zwar habe ich dir jetzt Verhaltenstipps gegeben, aber am Ende ist es ein emotionaler Zustand. Du kannst einer Frau 100 Komplimente machen, aber innerlich denkst du dir, wenn sie gehen würde, wäre das okay. Du kannst zu einer Frau auch eiskalt sein, die ganze Zeit Heiß-Kalt-Spielchen spielen, ihr kaum Interesse zeigen, aber innerlich hoffst du einfach nur, dass sie dich bitte nicht verlässt und es kann halt sein, dass du am Boden zerstört wärst, wenn sie irgendwie dich ablehnen würde. Bedürftigkeit ist der emotionale Zustand, den du hast. Wie gehst du damit um, wenn sie irgendwie dann am Ende Nein sagt? Und wenn dein emotionaler Zustand in der Hinsicht stabil ist, dann kannst du eigentlich tun und lassen, was du willst. Die Frau spürt, der Mann hat Interesse, aber läuft mir nicht hinterher. Dieses Hinterherlaufende strahlt man quasi schon aus. Und jetzt ist der Punkt, wie kannst du auch auf emotionaler Ebene dafür sorgen, dass du ihr nicht hinterherläufst? Naja, da gibt es 2 wichtige Sachen. Zum einen, hast du Optionen? Also ist das gerade die einzige hübsche Frau, die du kennenlernst und in den letzten 6 Monaten kennengelernt hast und wahrscheinlich auch in den nächsten 6 Monaten kennenlernen wirst? Also wenn du zum Beispiel nur eine heiße Frau im Jahr kennenlernst, dann ist es schwierig, nicht bedürftig zu sein. Wenn du aber weißt, hey, ich könnte alle 2 Wochen ein Date mit einer interessanten Frau haben oder vielmehr sogar auch jede Woche. Heißt nicht, dass du jede Woche eine Frau daten musst. Es ist einfach nur, du hast die Sicherheit, dass das passieren kann. Dann bist du nicht bedürftig. Ich habe einen Kunden von mir, haben wir sein Online-Dating-Profil aufgepäppelt. Davor hatte er vielleicht jeden Monat mal ein Match und alle 4 Monate mal ein Date. Und das war auch nicht unbedingt mit einer Frau, die ihm gefallen hat. Und dann, als wir seine Bilder verändert haben, seinen Profiltext verändert haben, sind seine Matches plötzlich explodiert. Und er hatte dann teilweise gar nicht mehr die Zeit, um allen Frauen zu schreiben, obwohl er halt die meisten auch gut fand. Wenn man in dieser Situation ist, ist man natürlich weniger bedürftig, weil man die Optionen hat. Und das ist auch ein relevanter Punkt. So wirst du emotional unabhängig und emotional nicht bedürftig. Ein anderer Weg, wie du auch emotional nicht bedürftig ist, ist an deinem Mindset zu arbeiten. Es kann halt einfach sein, dass du aufgrund deiner Vergangenheit, aufgrund von Altlasten von früher einfach sehr anhänglich bist, wenn du mal mit jemandem eine Bindung eingehst. Und es ist gut, eine Bindung einzugehen. Es ist schön, Liebe auszutauschen. Es ist schön, sich auch in eine Frau zu vergucken. Und es ist auch klar, dass wenn man sich verliebt, dann man schon irgendwo abhängig davon ist, was sie denkt, weil sonst wird es wehtun. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem, diesem gesunden Level, und so einer massiven Abhängigkeit, wo du dein komplettes Rückgrat verlierst und wo du alles für diese Frau tun würdest und es dich komplett zerstören würde, wenn diese Frau, die du erst seit 4 Wochen kennst, dich verlassen würde. Wenn das der Fall ist, dann brauchst du vielleicht auch ein bisschen innere mentale Arbeit. Die mache ich auch mit Kunden. Kann ich ihnen helfen dabei, dass sie quasi so ein felsenfestes Selbstvertrauen haben, in der Hinsicht, dass sie wissen, hey, es kommt eine Frau und wenn sie nämlich nicht will, dann ist es okay. Es hat viel auch mit deinem Selbstwert einfach zu tun. Genau, das sind die Punkte. Ich hoffe, sie haben dir geholfen. Ansonsten bis zum nächsten Video.